Bräuner und Haslauer machen Salzburg zur Nummer 2. Zum ersten Mal in der Geschichte hat der Flachgau bei der Einwohnerzahl die Stadt Salzburg überholt um ca. 360 Menschen. Und das ist eine Folge der gescheiterten Wohnungspolitik. Die teuren Wohnkosten vertreiben Menschen aus der Stadt und nicht einmal Familien mit einem durchschnittlichen Einkommen finden noch eine leistbare, schöne Wohnung. Dafür haben wir Leerstände, Automatenhotels, Festspielwohnungen und ganz viel Spekulation. Das kostet uns alles, Stadtbevölkerung und auch Einnahmen. Die Stadt Salzburg bekommt nämlich für jeden gemeldeten Hauptwohnsitz einen bestimmten Anteil von den österreichweiten Steuereinnahmen. Wenn jetzt zum Beispiel 500 Menschen aus der Stadt Salzburg rausziehen, heißt es für die Gemeindekasse, dass wir in der Stadt ungefähr 100.000 Euro verlieren, Jahr für Jahr. Dafür kriegt die Stadt eine Reihe Probleme. Zum Beispiel müssen die ganzen Menschen, wenn der Speckgürtel wächst, wieder in die Stadt reinpendeln. Dann haben wir eine Verkehrslawine. Dann muss die Stadt wieder Geld ausgeben, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Deshalb wäre es sinnvoll, jeden Euro in leistbares Wohnen zu investieren, den man irgendwie auftreiben kann. Das spart uns sehr viel Probleme und es bringt der Stadt und ihren Bewohnern und Bewohnerinnen sehr viel.